back. Neymar. Martin. Yeah, Martin. Rafinha. Roberto Firmino mit der Chance. Der Führungs... Da kommt Firmino. Roberto Firmino mit der Chance. Ein fantastisches... Tolles Zuspiel. Jetzt vielleicht. Anderson. Der Pass... Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ball kommt flach. Immerhin. Roberto Firmino. Gabriel Jesus. Jetzt der Schuss. Das ist der Treffer. Und jetzt. Es bleibt beim Unent. Wird das jetzt was für Brasilien? Ah, da geht er vor. Und die Chance. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die das könnte gefährlich werden. Ist das der Ausgleich? Casemiro. Jetzt könnte es gefährlich werden. Chance für Gabriel Jesus. Der Führungstreffer in dieser Partie. Sauber vom Ball getrennt hier. Klasse Pass. Und jetzt die Chance. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Coutinho. Ganz knappes Ding. Unter die Latte und dann rein. Mitrolo. Das könnte gefährlich werden. Er versucht's. Und er trifft. Besser kannst du es nicht machen, wenn du ein... Tja, wo ist die Lücke? Anderson. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans legen sich in den Armen, die Spieler legen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Super Tor in den Winkel. Ganz starker Abschluss, nichts zu halten. Ja, aber geht in Ordnung. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Keine andere Option für den Referee. Und David Silva. Angriff Spanien. Ja, Diego, ist es das jetzt? Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Auch noch in Unterzahl spielen müssen. Eine nachvollziehbare Entscheidung. Jetzt Coutinho. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der kommt. Der Steilpass. Gefährlich. Firmino. Klasse gemacht. Chance für Gabriel Jesus. Was für Tor. Ist es das schon gewesen? Auf jeden Fall setzen sie hier noch eins drauf. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut. Lacazette. Matuidi. Dembélé. Griezmann. Lehmann. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans legen sich in den Armen, die Spieler legen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Verdienter Treffer hier für Sie. Sie haben einfach mehr vom Spiel. Das stimmt vollkommen, Wolf. Und jetzt Coutinho. Coutinho! Alles klar. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht. Coutinho. Rafinha. Schönes Zuspiel. Die Brasilianer jetzt im Angriff. Willian. Nick. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie.
Tores schauen wir uns gerne nochmal an. Da zeigt er den absoluten Willen, dir das Tor machen zu wollen. Ganz starke Aktion. Oben auf die Franzosen mit einem Angriff jetzt. Conte. Lacazette. Griezmann. Dembélé. Die Chance zur Führung. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Genau so musst du das hier spielen. Plötzlich hat er die 1 gegen 1 Situation. Und die lässt er sich dann natürlich nicht mehr nehmen. Casemiro. Und da ist der Ball wieder weg. Antoine Griezmann. Lacazette. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Der Treffer aus ganz kurzer Entfernung geschieht. Ja, da hat er sich gut bewegt und geahnt, wo der Ball hinkommt. Das Tor selbst ist dann ganz sicher. Auch dieser Ball kommt an. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Hat er überhaupt keine Probleme beim Abschuss aus kurzer Distanz. Der erste Treffer hat ihn wohl beflügelt. Das ist hier schon der zweite. Da geht er dazwischen. Matuidi. CDB. Toller Pass. Lacazette, was macht er draus? Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Seit seinem Treffer strotzt er nur so vor Selbstvertrauen und jetzt hat er den Doppelpack. Pogba. Das könnte gefährlich. Griezmann! Fahne ist oben, abseits. Und damit zählt das Tor natürlich nicht. Dani Alves. Und jetzt Brasilien. Gabriel Jesus, macht er den? Und da ist das Tor. Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. 3 Tore, eine Weltklasseleistung. Tor Nummer 3, klasse Leistung. Der macht ein überragendes Spiel. Lehmann. Könnte was werden, die Franzosen versuchen es nochmal. Es gibt Vorteil, jetzt kann er flanken. Chance für Pogba. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Das macht der Klasse hier im 1 gegen 1, Buschi. Ja, lässt er dem Torhüter mal gar keine Chance. Sie stellen taktisch um mit dem Ergebnis. Das sieht gut aus. Schöner Pass jetzt, Griezmann. Klasse gemacht! Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer. Jetzt ist der Ball weg. Und jetzt die Chance. Der Pass! Nichts zu halten hier! Ein weiteres Tor, kurz vor Schluss. Viel müssen wir dazu eigentlich nicht mehr sagen, oder Buschi? Nee, Wolf. Der Deckel war vorher drauf auf die... Und jetzt David Luiz. Jetzt Neymar. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Und jetzt, gute Möglichkeit zum Kontern. Jetzt vielleicht. Und Tor! Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Die kriegen den Hals nicht voll. Tolle Offensivleistung heute.